Servus Leute, was geht eigentlich ab und endlich mal wieder zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Und ja, es sind jetzt endlich Winterferien, richtig nice, und ich werde jetzt auf jeden Fall wieder richtig grinden auf YouTube. Ich werde so viele Videos für euch raushauen, das glaubt ihr gar nicht. Es kommt ja noch das 1000 Abo Special, das FAQ, und ich werde auch morgen oder so die FIFA WhatsApp Challenge aufnehmen, dann noch andere Challenge. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf richtig nice Videos freuen. Und ja, heute seht ihr mal eine alte 2G1B-Wette von mir, die ich den Apecrime eingesendet habe und die leider dann nicht genommen wurde. Kann ich jetzt auch nicht verstehen, aber sie wurde halt nicht genommen. Bin auf jeden Fall gerade richtig gut drauf, ihr merkt es ja auch gerade. Und ja, und wundert euch nicht, dass ich mich dort noch vorstelle, weil das wäre ja eigentlich auf einem anderen Kanal gekommen und ich wollte euch das jetzt einfach nicht vorenthalten, weil es halt einfach schon viel Arbeit war und meiner Meinung nach gut geschnitten ist. Also, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und ihr könnt euch in 2 Tagen wieder aufs nächste Video freuen. Haut rein und tschüss! Hey Leute, was geht? Ich bin der Daniel, bin 16 Jahre alt, hab auch einen YouTube-Channel. Und meine Wette handelt sich um dieses Ding, um ein Diabolo. Ich wette, dass ich das Diabolo 8-mal hochwerfen kann, so viele fangen kann, dann noch so hochwerfen kann, dass es über die Halle geht und das Ganze noch in 30 Sekunden. Viel Spaß bei der Wette. Drei, zwei, eins, go! Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und wenn ihr weitere Diabolo-Videos sehen wollt, könnt ihr auch mal auf meinem Channel vorbeigucken. Haut rein und... Einfach mal ein paar Tipps, wie man am besten den Nuklear spielt. Und passend dazu seht ihr auch jetzt im Hintergrund meine allererste Nuklear in Black Ops 3. Ist jetzt nicht die beste Nuklear, aber ich habe einfach am Ende nur noch safe gespielt, dass ich es auf jeden Fall hinkriege.